Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Liebster Hour Challenge. Hier ist euer Spooky VF und ich wurde nominiert bei, also von Zweikampf Sofa. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich und Freaks. Im Hintergrund seht ihr ein Fortnite Let's Play zusammengespielt mit der lieben Sandy, Save the World Let's Play. Wir müssen eine Mission machen, müssen am Schluss unser Ziel verteidigen. Also das typische Fortnite-Prinzip. Darüber werde ich jetzt nicht mehr Worte verlieren. Gibt es weitere Videos auf meinem Channel, die das Prinzip ein bisschen erklären. Hier geht es um die Liebste Hour Challenge. Wie gesagt, ich wurde von Zweikampfsofa nominiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Noch ein paar Worte über die Liebste Hour Challenge. Wer das erste Video nicht gesehen hat, ich wurde dreimal nominiert. Und habe das auch in der Reihenfolge, wie ich nominiert wurde, abgehandelt. Also quasi zuerst das Video von Zockerdance, jetzt von Zweikampfsofa und dann kommt noch eins von Storm LP. Das hat ein bisschen gedauert, aber das ist auch ein bisschen Arbeit, denn man möchte das Video dann ja auch ordentlich abschließen, also schön machen und ja, die Fragen sauber beantworten und alles so wie es sein soll und nicht irgendwie dahin gekackt. Nee, das wollen wir nicht. Dann machen wir es ordentlich und deswegen Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich hab's nicht vergessen. Ich mach's. Und ja, jetzt haben wir das Video von Zweikampfsofa. Noch zum Prinzip der Liebste Hour Challenge und den Spielregeln. Es geht darum, es ist eine Art digitaler Kettenbrief. Ja, man nominiert 11 YouTuber, formuliert 11 Fragen und stellt sie diesen. Und jeder Nominierte wird dann wieder bis zu 11 YouTubern nominieren und sich neue 11 Fragen ausdenken, die er diesen dann wiederum stellt. Ja, was hat das für einen Sinn oder macht es überhaupt Sinn? Ach, scheiß Kettenbriefe, ne? Hin und her, bla bla. Ne, ich finde, es macht Sinn, es macht nämlich Spaß. Es ist ja, man kann ja das machen, was man ohnehin machen möchte, also zocken und kommentieren. Ja, halt nachträglich kommentiert, damit ich mich mehr auf das Commentary konzentrieren kann. Von daher ist es ja jetzt nicht irgendetwas, was ich mal reinzwingen muss. Es macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit, man muss sich die Fragen ausdenken, man muss die Leute suchen, die man nominiert. Man muss sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, aber das ist ja nichts Negatives. Ne? Sollte es nicht sein. Hoffe ich doch. Und ja, was bietet das Ganze für euch? Naja, vielleicht lernt ihr dadurch auch andere YouTuber kennen, die ich zum Beispiel feiere und jetzt natürlich auch nominiere. Oder ihr schaut bei dem anderen rein, der mich nominiert hat. Und lernt dadurch andere YouTuber kennen, die ihr auch interessant findet, die tolle Unterhaltung für euch bieten. Oder eben, ihr lernt mehr von mir kennen, also mehr über mich lernt ihr. In manchen Sachen halt durch die Fragen, die ich beantworte, sind ja wahrscheinlich mal Sachen dabei, die ich vielleicht so nicht erzählen würde oder sonst irgendwas, weil ich jetzt animiert werde von den Fragen, das zu erzählen, lernt ihr über mich eben ein bisschen mehr, also die Viewer, die ich ohnehin habe, die Community, lernt mich ein bisschen besser kennen. Also von daher kann man dabei nichts verlieren. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Ich finde es toll, also ja, ist eine nette Sache. Belassen wir es dabei. Ich finde es jetzt wirklich nicht verkehrt, auch wenn meine Meinung zu Kettenbriefen ein bisschen, naja, nicht so toll ist. Aber in diesem Fall, finde ich, schadet es niemand was. Das ist eine tolle, eine positive Sache. Und deswegen mache ich da auch gerne mit. Also noch einmal, vielen lieben Dank. Ich werde am Ende des Videos 11 weitere YouTuber nominieren. Nochmal 11. So viel habe ich noch zusammengekratzt bekommen. Beim nächsten Video muss ich gucken, ob ich da auch noch so 11 schaffe. Weiß ich nicht. Weil ich jetzt schon 22 verschiedene Leute dann nominiert habe. Ja, dann kriegen wir schon hin. Und die Fragen werdet ihr dann in der Beschreibung finden. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich mir die noch nicht ausgedacht. Werde ich nicht im Video nennen, würde uns auch unnötig aufhalten. Die nominierten Leute können dann die Fragen der Videobeschreibung entnehmen. So, dann widmen wir uns aber auch schon mal den Fragen, die ich jetzt gestellt bekommen habe. Oder ich und 10 andere. 10 andere und ich. Der Esel nennt sich selbst zuerst. In diesem Fall ist es Gesa, aber eigentlich mehr um mich das Video. Und deswegen sind die anderen nur, ja, Schausteller. Nee, sorry, ja. Ich versuche mich hier mit allen Mitteln zu rechtfertigen, warum ich mich zuerst genannt habe, ne? So, okay. Ja, gehen wir mal auf die Fragen ein. Ja, die beziehen sich nämlich auch auf mich. Da steht nämlich nicht, wo seht ihr euch in 5 Jahren, sondern hier steht Nummer 1, wo siehst du dich in 5 Jahren? Siehst du? Also, jetzt hat die Rechtfertigung geklappt, liebe Freunde. ja, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Tja, was gibt's dazu zu sagen? Es gibt jetzt einfach zu sagen,
Wir haben Alter erreicht mit Ü30, wo es nicht mehr so steil vorangeht oder sich im Leben nicht mehr ständig irgendwas ändert, jeden Tag eine neue Herausforderung oder sonst was. Man hat so ein bisschen, man ist so ein bisschen stehen geblieben. Vielleicht natürlich passiert noch irgendwo mal was Neues, wie jetzt gerade habe ich mal gestern ein Auto gekauft, ein neues und so. Da sind schon noch Sachen, die sich verändern. Ich werde in den 5 Jahren auch sicherlich noch umziehen, in den nächsten 5 Jahren. Aber wo genau hin und wo mich das alles hinführt, weiß ich jetzt nicht. Hab eine Stelle, also eine Arbeitsstelle. Da kann auch noch was passieren, sage ich mal, in den nächsten 5 Jahren. Aber abschätzen lässt sich das momentan jetzt einfach nicht. Und deswegen, wo sehe ich mich in 5 Jahren eigentlich genauso? Genau hier, in Anführungszeichen. Bin wahrscheinlich nicht mehr genau hier, aber ja, es wird irgendwie alles beim Alten bleiben, aber vielleicht mit Zusatz. Vielleicht werden auch ein paar Sachen wegfallen. Ich weiß nicht, wie es mit YouTube aussieht, ob ich YouTube noch weiter irgendwann machen werde oder ob das auch irgendwann aufhört. Momentan kann ich mir das gar nicht so vorstellen. Ich bin jetzt im Oktober, werden es jetzt 7 Jahre, die ich YouTube führe, meinen Channel. Und kann man eigentlich schon fast gar nicht mal vorstellen, dass das weg wäre oder so. Es gehört irgendwie dazu. Aber man weiß es nicht. Kann natürlich auch irgendein Ereignis kommen, das jetzt sagt, so, ich habe keine Zeit mehr für YouTube. War ja zwischendurch in den 7 Jahren schon mal der Fall. Eine Beziehung geführt habe und blieb auch noch ein bisschen, habe ja auch noch ein bisschen YouTube gemacht, aber habe es stark vernachlässigt, wenig gemacht. Ist klar, es gibt auch wichtigere Sachen. Und wir werden später nochmal auf das Thema YouTube zurückkommen. Da gibt es nämlich noch eine Frage, wann ich mit YouTube aufhören würde. Und ja, da weiß ich auch schon ganz genau, was da verantwortlich dafür wäre, dass ich aufhören würde. Ja, aber dazu später. Ich denke, wie gesagt, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Keine Ahnung, kann ich nicht abschätzen. Ich bin da auch nicht unbedingt so der Planer, der über 5 Jahre plant, weil erstens kommt es anders, als man zweitens denkt, ne? Man kann jetzt alles planen, aber 5 Jahre ist eine enorm lange Zeit und die Pläne, es gibt ganz, ganz viele Variablen, die diese Pläne in Grund und Boden stürzen lassen können. Und deswegen würde ich soweit gar nicht planen. Ja, da lebe ich lieber ein bisschen in den Tag rein. Gewisse Sachen plane ich, auf kürzere Distanz, aber soweit planen, das mag ich nicht. Deswegen kann ich diese Antwort nicht korrekt beantworten oder ich kann euch keine Antwort geben, die einschlägig wäre. Also sagen, okay, so wird es auf jeden Fall sein. Das kann ich nicht. Geht nicht. Wir lassen es dabei. Es kann sein, es kann dies oder das sein. Kommt drauf an, was in 5 Jahren passiert. Das ist eine enorm lange Zeit. Vergeht zwar ziemlich schnell, aber ganz, ganz viele Variablen, was da alles passieren könnte. Vielleicht werde ich ja schwanger. Ja, okay. Zweitens, welchen Content bevorzugst du auf YouTube? Ja, ich denke, da muss ich mich nicht großartig anstrengen. Was bevorzuge ich auf YouTube? Gaming-Videos, Let's Plays, Commentaries, Walkthroughs. Wie man das Kind nennen möchte, es bleibt beim Gaming. Es ist Edits, Montagen. Es muss nicht unbedingt Commentary dabei sein. Es kann auch ein Gameplay sein, von schön editiert. So habe ich ja auch mit YouTube angefangen. Und so kriegt er jetzt demnächst auch wieder ein Video von Fortnite hier, aber vom Battle Royale Modus. Best of ein kleines, habe ich mir jetzt ein bisschen Mühe gegeben, habe aber nicht so editiert wie früher mit Effekten und alles. Schon ein paar reingebaut, das kann ich nicht lassen. Aber ja, hoffe, das kommt gut an. Habe ich mir mal ein bisschen den Getty gegeben, gerade eben noch. Ist jetzt fertig gerendert und deswegen konnte ich jetzt hier weitermachen. Ja, man sieht es, man hat unterschiedliche Projekte. Hauptsächlich läuft es sich bei mir ja auf Let's Plays. Aber schauen tue ich eigentlich alles Richtung Gaming, auch Spielankündigungen und so ein Zeug, alles was das Gaming betrifft irgendwie. Auch über YouTube selbst mal so Infovideos, wie YouTube eigentlich tickt und sich verändert oder sonst was. Da bleibe ich auch ein bisschen auf dem Laufenden. Sollte man ja auch irgendwo ein klein wenig, denke ich mal. Aber so, ja, das ist der Content, den ich auf YouTube gucke, was ich natürlich auch noch gucke als stark interessierter Mensch an allem, stark interessiert oder fast allem, gucke ich auch viele Dokumentationen, auch Serienkiller jetzt letztens, also Amerikas Albtraum gucke ich jetzt immer öfters, das ist durchaus interessant,
das alles mal so zu sehen. Wie gesagt, als jemand, der sich für alles interessiert, da habe ich immer so, der Tag ist eigentlich nicht lang genug, um all das zu gucken, was ich gerne gucken möchte. Ich kenne ja auch ganz, ganz viele Let's Player durch die 7 Jahre, viel aufmerksam geworden auf viele Leute. Und da gibt es allein schon so viel Content, da müsste der Tag länger werden, um das alles schauen zu können. Leider muss ich damit leider auch ein paar, ich sag leider. Und ich meine nicht die leider zum Hochkrabbeln. Ja, muss ich da vieles vernachlässigen, also von den Leuten, die ich auch gerne gucken würde. Ja, ist eben so. Habe halt nicht unbegrenzt Zeit, gerade wenn man selber Videos macht. Und dann noch ein paar Dokumentationen einfach mal, um Abwechslung zu haben. Und dann gibt es ja auch noch, Fernsehen gucke ich eigentlich gar keins mehr, aber ich hab's geil, da gucke ich ab und zu Filme. Weil Fernsehen brauche ich nicht mehr, das wird bei mir komplett durch YouTube ersetzt. Nur halb auf Sky, wenn ich mal Bock auf Filme habe. Wie ge gestern habe ich Doctor Strange geguckt zum Beispiel. Also Marvel-Verfilmungen, die mag ich. Also das ist jetzt abschweifen, weil das schaue ich ja nicht auf YouTube, ne? Aber ja, nur mal so nebenbei. Ja, ich denke, damit habe ich die Antwort eigentlich, die Frage beantwortet, nicht die Antwort befragt. Ich habe die Antwort befragt, ich kann das. Ja, ich habe das beantwortete Content, also kommen Dokumentationen und Gaming-Videos. Welchen Content schaust du dir aus Prinzip nicht an bei YouTube? Ja, das ist jetzt, ja, das ist ja das Gegenteil, ne, was ich nicht gucke. Frage ist, wie man Prinzip definiert. Bei mir, ich gucke es eigentlich schon aus Prinzip nicht, weil es mich nicht interessiert. Es gibt auch Sachen, die interessieren mich tatsächlich nicht. Ja, und das ist zum Beispiel eine Zeit lang ein ganz großer Trend gewesen. Ich glaube, jetzt ist es gar nicht mehr so im Trend, dieses Unboxing. Also Unboxing ist echt in den meisten Fällen der größte Scheiß, weil. Was bringt mir das, wenn ich jemanden zugucke, wie er beispielsweise die PS4 auspackt? Ich kaufe mir sie selber und packe sie dann aus. So, jetzt gibt es Leute, die sich vielleicht nicht die PS4 kaufen können. Aber warum guck ich mir dann an, wie jemand anderes die Konsole auspackt? Ich meine, ja, ich verstehe es nicht. Der Sinn dahinter, den verstehe ich einfach nicht. Warum? Wenn jetzt jemand was auspackt, was es so nicht gibt zu kaufen oder so, was weiß ich, irgendwelche Unikate oder ja, so ein Fan-Kram-Zeug, wo er dann auch anschließend verlost oder so, ne? Das ist was anderes. Das hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber warum soll ich jemandem zugucken, wie er seinen beschissenen neuen Controller auspackt? Oder ein Spiel auspackt. Er soll es einlegen und spielen. Und ich will nicht gucken, wie er es auspackt. Ich will gucken, wie er es spielt. Verdammt. So, ne? Ich weiß nicht. Also dieser Trend, der ist mir irgendwie zu bieder. Ich habe, wie gesagt, nichts allgemein gegen Unboxing, aber viele Videos sind so total unnötig davon. Wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt einen neuen Controller bestellt. Zum Teil auch. Ach, Sandy, habe ich erwähnt, dass Sandy dabei ist hier im Gameplay. Die hat mich unterstützt hier in dieser Phase. Sandy hat mal zum Geburtstag mit den Controller mit mir zusammen genommen. Also eine Spezialanfertigung. Und den werde ich dann bekommen. Bald. Wenn er fertig ist. Also da wird mein Name drauf sein. Ich habe mir ein eigenes Muster ausgesucht. Komplett die ganze Farblegung selbst gestaltet mit Metallic-Farben, also Chromfarben so. Und ja, das wird was ganz Spezielles, was es so auf der Welt nicht gibt. Da könnte man dann ein Unboxing-Video beispielsweise, ob ich das jetzt mache, ist eine andere Sache, weiß ich nicht. Aber da könnte man ein Unboxing-Video machen, um den Leuten zu zeigen, hey, hier meine Community, ihr schaut mich, guckt mal, mein neues Gamepad, mit dem werde ich euch in Zukunft unterhalten, wenn ich auf der PS4 aufnehme. Mit dem werde ich aufnehmen. Und das gibt es so nirgends. Das gibt es nur hier bei mir, das Teil. Das ist mein Controller, mein ganz spezieller Controller. Und das wäre dann was, sag ich mal, ein bisschen was Besonderes, was das Ganze nochmal rechtfertigen würde, aber ich weiß nicht, ich könnte keinem zugucken, der irgendeine scheiß PS4 auspackt. Das interessiert mich null, das ist Zeitverschwendung, das anzugucken. Ich verstehe diesen Trend nicht. Deswegen gucke ich diesen Content auf YouTube nicht. So, definitiv nicht. Wie gesagt, eingegrenzt, man muss es eingrenzen, nicht Unboxing an sich, sondern unnötiges Unboxing von normalen Standardsachen. Und ich rede jetzt nicht mit Standard PlayStation und PlayStation Pro ist in Ordnung. Nee, Pro ist genauso eine Standardsache, die man sich mal nicht angucken muss, wie sie jemand auspackt. Aber die meisten Leute gucken sich eh nur die Titten an von den Leuten, die die Konsole auspacken. Aber wenn ich
dann kann ich mir auch YouPorn angucken, da packen sie wenigstens die Titten aus und nicht die Konsole. So, fertig, um das auf den Punkt zu bringen. Genauso diese V-Logs. Bei vielen V-Logs geht es nicht um die Thematik an sich, sondern nur um die freizügigen Ladies, die die V-Logs machen. Und das finde ich, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, da gibt es andere Plattformen dafür. Da brauche ich nicht. Also das gucke ich mir nicht an. Deswegen mag ich auch V-Logs nicht, weil es oft missbraucht wird und ja, nicht wirklich um diese Thematik geht in den meisten Videos. Wie gesagt, darf sich jetzt nicht jeder angesprochen fühlen, weil das ist halt eine Sache. Manche Leute machen eben ordentliche V-Logs und manche ja, nutzen eher ihr Äußeres. Und das Thema kommt zu kurz und das darf nicht sein. Das ist scheiße. So. Ich denke, ja, das kann man auch so sagen. Also solchen Content, der mich irgendwie enttäuscht und langweilt, sowas schließe ich auch aus. Es gibt viele Sachen, die täuschen. Wenn ich das sehe, wenn der Titel schon eine Täuschung ist und ich das Video anmache und es passiert was ganz anderes, schalte ich auch direkt wieder aus. Da würde ich auch sagen, aus Prinzip schaue ich mir das nicht an. Da hat er zwar trotzdem den Klick, aber das ist, ja, hat die Täuschung geklappt, aber kannst aber darauf wetten, dass ich diesen Kanal nie wieder besuchen werde. Kann man sowas merken. Alles klar. Vierte Frage, inwiefern hat YouTube dein Leben beeinflusst? Ja, das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen gesagt, dass man durch viele YouTuber, die man kennengelernt hat, ja, das schon auch ein bisschen prägend, dass so einen Zeit in Anspruch nimmt und dadurch andere Sachen eventuell nicht so wahrnehmen kann oder nicht so machen kann mehr. Es ist ein Hobby, das sehr die Zeit in Anspruch nimmt, die man hat. Aber ob es jetzt wirklich das Leben beeinflusst hat, ja, ich spiele schon seit der Kindheit, seit der frühen Kindheit, zocke ich Games auf SNES schon damals. NES hatte ich noch nicht. Also von dem, was ich selbst besessen habe. Ja, hat natürlich schon irgendwo das Leben beeinflusst. Das Gaming gehört dazu und YouTube jetzt seit 7 Jahren auch. Und ja, das hat geprägt auf jeden Fall. Und ich kann, wie gesagt, ich kann mir schon bald nicht mehr vorstellen, wie es eigentlich ohne das Ganze wäre. So. Es sind tolle Momente, es sind frustrierende Momente, also von daher hat es schon sicherlich geprägt und beeinflusst. Auch der Mensch, der dahinter sitzt, der hat seine Erfahrungen gemacht und ja, wenn man den Mensch, der dahinter sitzt, meine ich nicht dieses komische Ding, das hinter mir sitzt, sondern mich. So, okay, also ich würde schon sagen, ja, hat irgendwie beeinflusst, aber jetzt nicht so unbedingt, dass ich mich komplett verdreht hätte oder so, nur für YouTube. Es hat auch eine gewisse Abwechslung, gerade im Schichtsystem, in dem ich gearbeitet habe, hat es mir auch irgendwie was gegeben, das Gaming und das YouTube Kontakt mit der Außenwelt zu haben, wo ich Wochenends oft Nacht- mit oder Mittagsschicht hatte und nicht weggehen konnte, kaum sozialen Kontakt dadurch hatte, durch diese verdammten Arbeitszeiten, hatte man hier irgendwo noch ja schon in gewisser Weise einen sozialen Kontakt. Durch die Kommentare, durch die Community. Und ja, das ist natürlich eigentlich eine tolle Sache dann auch gewesen. Ich denke, insofern hat es mich eigentlich dann eher positiv beeinflusst oder mir gut getan, auch wenn es manchmal schwer ist. Ab welchem Punkt würdest du mit YouTube aufhören wollen? Ja, das ist eigentlich leicht zu beantworten, wenn es mal keinen Spaß mehr machen würde. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich aufhören würde. Oder wenn meine Videos halt komplett gesperrt werden würden. YouTube ist ja momentan, hat sich ein bisschen gewandelt. Es gibt neue Verordnungen, darauf komme ich später noch zurück. Da kommt nämlich eine andere Frage. ja, und wenn jetzt meine Videos gesperrt werden würden oder so, und ich mir die ganze Arbeit umsonst mache und die Videos gar nicht kommen würden, ja, dann würde ich natürlich mit YouTube aufhören. Dann würde ich mal vielleicht eine andere Plattform suchen oder das ganz lassen. Weiß ich dann nicht genau. Weil wenn ich diese Videos nicht mit euch teilen kann, weil mir irgendjemand zersperrt, dann, ja, dann macht es ja keinen Sinn. Ich mache das ja, weil ich Spaß dran habe und weil ich das mit euch teilen möchte. Nur wenn ich Spaß dran habe, dann könnte ich es auch für mich machen, da bräuchte ich nichts hochzuladen. Aber ich möchte es ja auch mit euch teilen. So, und diese zwei Faktoren müssen gegeben sein. Ich muss Spaß an der Sache haben und ich muss es mit euch teilen können. Und wenn diese beiden Punkte, oder einer dieser beiden Punkte nicht mehr zutrifft, dann wäre es Ende mit YouTube.
Wie siehst du, welche Ziele verfolgst du mit deinem Kanal? Ja, das hast du gerade wie in der letzten Frage beantwortet eigentlich. Ich will meinen Spaß, den ich am Gaming habe, mit euch teilen. Euch auch ein bisschen helfen, eventuell mal bei manchen. Ich habe ja auch ein paar Guides und all Kram, wo ich euch Tipps, Infos und Tricks gebe. Und ja, das sind eigentlich so meine großen Ziele, die ich verfolge. Ja, dass ich euch da helfen kann, dass ich euch gut unterhalte. Das ist mein Prioritätsziel. Ich will nicht mein Prioritätsziel ist nicht wie bei manchen heutzutage. Viele fangen an mit der Erwartungshaltung, naja, sie wollen bekannt werden, sie wollen unheimlich viele Leute ansprechen. Natürlich will man viele Leute ansprechen. Aber das ist jetzt nicht meine Erwartung von YouTube oder welches Ziel ich verfolge mit meinem Channel. Das kommt dann von alleine, wenn es irgendwann kommt. Also nicht von alleine kommt es nicht, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn man Spaß dran macht, hat man eben nichts zu verlieren. Weil es macht ja Spaß. Ich verliere ja nichts, ob das jetzt 5 Leute gucken oder 10. Nur ich kann halt, solange es nicht so viele gucken, kann ich auch sagen, okay, eine Serie breche ich zum Beispiel ab, weil die eben keine Aufrufe bringt. Und falls da anscheinend niemanden interessiert, dann brauche ich mir auch die Zeit nicht zu machen. So denke ich auch mittlerweile. Da wird gar kein großes Trara mehr drum gemacht. Da mache ich einfach auf das, was ich Lust habe. Und wie gesagt, das ist wieder die 2 Faktoren. Spaß und, also ich mache auch Spaß an der Sache und ich will es mit euch teilen. Wenn eins nicht zutrifft, wenn ich es nicht mit euch teilen kann, weil es niemand guckt, setze ich die Serie ab. Zack. Weil es dann mir auch weniger Spaß macht, dann kann ich das Spiel auch für mich spielen. Und das sind so meine Ziele. Ja. Also euch zu unterhalten, euch anzusprechen, euch Tipps zu geben, euch Tricks zu geben und nicht mehr und nicht weniger. Wie siehst du die Entwicklung auf YouTube? Das ist der Punkt, den ich eben gesagt habe. Auf den gehen wir nochmal zurück, weil falls meine Videos gesperrt werden. Mittlerweile ist es ja so, dass YouTube zum Teil mit einem neuen Algorithmus die Videos filtert, herausfindet. Oder raussucht und man kann sie nicht mehr monetarisieren, bewerben. Das ist der erste Schritt. Die Monetarisierung an sich finde ich jetzt nicht so schlimm. Ein paar Cent, die ich verdiene. Aber was ich in dieser Sache ganz schlimm finde, die Ursache davon, warum dieser Algorithmus verschärft wurde, ist eigentlich, weil nationalsozialistischer Inhalt zum Teil von großen Firmen beworben wurde. Und das ging dann durch den großen Firmen, den Geldgebern von YouTube, nicht so ab. Und YouTube musste darauf reagieren. Aber jetzt werden plötzlich meine Videos scheinbar wahllos von diesem Algorithmus erfasst und ich kann sie nicht monetarisieren. Was an sich nicht schlimm ist, aber ist das nur der erste Schritt? Weil die Videos werden als nicht werbefreundlich eingestuft. Das heißt aber auch, irgendwelchen Inhalt finden sie halt nicht. Da könnte es sein, dass der nächste Schritt ist, sie werden gesperrt. Aber ich fühle mich dabei, als würde ich auf eine Stufe mit nationalsozialistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichenden Inhalt gestellt. Wenn die mir sagen, hey, dein Video ist nicht werbefreundlich, heißt das nicht nur für mich, oh scheiße, ich kann nicht monetarisieren, das juckt mich nicht. Aber ich finde diese Gleichstellung einfach so krass, dass ich werde hier plötzlich genauso behandelt wie Leute, die nationalsozialistischen Inhalt bieten. Und das ist richtiger Dreck. Und jetzt habe ich, YouTube hat selbst gesagt, man soll, um den Algorithmus zu verbessern, soll man Einspruch einlegen, wenn man in so ein Video gesperrt wird. Habe ich jetzt gemacht und da steht tatsächlich, wenn das Video in den letzten 7 Tagen 1000 Aufrufe bekommen hat, erst dann wird der Einspruch geprüft. Ja, danke YouTube. Fick dich. Das halte ich von dieser momentanen Entwicklung von YouTube. Ich fühle mich wie ein Verbrecher oder wie nationalsozialistisch oder sexistische Inhalte verherrlichen würde und Gewaltverherrlichung. Ich fühle mich auf gleiche Stufe gestellt wie diese Leute. Und das ist abartig. Und da muss ich echt sagen, also da sollten sie schnell was ändern. Das ist nämlich der letzte Dreck. Also momentan stinkt mal YouTube ein bisschen von dieser Einstellung her. Deine Tipps an andere YouTuber wären, beziehungsweise was rätst du YouTuber-Neulingen? Ja, das wurde ich auch schon ein paar Mal in den Nachrichten, in den Kommentaren gefragt und sonst was oder in Privatnachrichten auf YouTube. Ich rate jedem immer nur, er soll das machen, was er Spaß hat. Viele kommen jetzt, zum Teil habe ich ja eben schon gesagt, mit Erwartungshaltung an YouTube ran, dass sie Stars werden, dass sie bekannt werden, weil es einige vorgemacht haben. Ich rate immer, man sollte das Ganze nur machen, wenn man Spaß dran hat. Nicht davon ausgehen, dass man hier das große Geld macht. Weil dann sollten wir es lieber lassen.
Man verrät sich im Endeffekt nur selbst, das lernen die Leute. Vielleicht klappt es auch bei manchen ein bisschen, werden ein paar One-Hit-Wonders rausgehauen oder was weiß ich, und dann gerät man wieder in Vergessenheit. Nee, ich finde, man sollte das machen aus Überzeugung, also wenn man wirklich Spaß dran hat. Nicht. Sucht euch einen richtigen Job, macht einen echten Job. Es ist natürlich ein richtiger Job mit richtig viel Arbeit, aber sucht euch einen echten Job und macht das hier nebenbei. Und wenn ihr merkt, dass es geht, dann könnt ihr euch immer noch drauf spezialisieren. Aber geht nicht hin und vernachlässigt euer Leben, um YouTube-Millionär zu werden. Und dann hängt er nachher in den Seilen. Ja, weil da müsst ihr schon Glück haben auch. Müsst ihr nicht nur aus eigener Kraft schaffen, da müsst ihr auch schon ein bisschen Glück haben. Das wage ich mich aus dem Fenster rauszulehnen und das zu behaupten. Und deswegen sage ich, macht das, wenn ihr Spaß dran habt. Das ist einfach ein einziger Tipp. Alles andere müsste man selber rausfinden. Muss man für sich selbst wissen und entdecken. Solche Tipps mag ich insgesamt nicht so, weil es ist ja jeder, ist ja jedem sein eigenes irgendwo. Es ist jedem selbst ein bisschen überlassen, was er will und was er muss. Auch jeder selber wissen, was er möchte und was ihm Spaß macht. Und da greife ich nicht gerne rein. Wie gesagt, macht das, was ihr Spaß habt und fertig. Wurdest du mal auf der Straße angesprochen, weil dich jemand auf YouTube erkannt hat? Nö, aber ich habe einige Leute durch YouTube entdeckt im World Wide Web, die eigentlich in der gleichen Gegend wie ich wohnen, und habe ich erst kennengelernt durch YouTube. Und ich wurde auch schon in Games entdeckt, bei Destiny 1 damals hat mich jemand angeschrieben, bist du der echte Spooky VF? Ja, bin ich. Oh cool, ich wollte schon immer mal mit dir spielen. Also solche Momente sind dann richtig cool, die machen schon Freunde. Aber mich kann man eigentlich kaum auf der Straße entdecken. Also hinsichtlich der YouTube-Videos gibt weniger Videos, wo ich mich zeige, weil ich mich mehr aufs Gaming konzentriere, ohne Facecam oder sonst irgendwas. Mir geht es mehr ums Gaming und deswegen wird es schon schwer, mich auf der Straße zu erkennen. Da muss man schon viel von mal gesehen haben in den Videos oder mich auf Facebook haben, dann sieht man auch mal ein bisschen was von mir. Also allein über die YouTube-Videos wird man nicht so viel von mir sehen. Es kommt ab und zu mal vor, dass ich mich zeige in der Kamera, aber wie gesagt, mir geht es mehr so ums Gaming. Ja, jetzt muss ich das Video noch verlängern, jetzt ist das Gameplay hier vorbei und die Fragen noch nicht. Oh, da habe ich aber lange gelabert, das wird eine ultra lange Folge. Okay, dann mache ich jetzt mal kurz einen Cut, mache mal noch einen Kaffee und suche mal noch ein weiteres Video in den Hintergrund und dann hört er mich in den nächsten Fragen. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und weiter geht's. Ich habe ein Gameplay ausgesucht und zwar ich hätte jetzt ohne weiteres noch ein Fortnite-Gameplay holen können. Ich habe ein paar Aufnahmen hier, die nicht kommentiert sind. Aber ich habe mich dafür entschieden, Portal Knight zu holen, einfach der Abwechslungsheit halber. Der Abwechslungsheit halber. Und der Kaffee ist auch am Start und weiter geht's. Es ist ein bisschen längeres Video, aber ich möchte diese Fragen, wie gesagt, auch ausführlich beantworten. Ich will mir da echt Mühe geben. Ich will das echt richtig abhandeln und nicht einfach nur so irgendwie, ja, Hauptsache, ich habe das Video fertig und ding. Und ich hoffe, es ist für euch trotzdem, auch wenn es ein bisschen länger geht, sehr informativ und unterhaltsam. Nun, hoffe ich mal. So, dann, kommen wir zur nächsten Frage, die ja eigentlich auch ein bisschen damit zu tun hat, wie mit der auf der Straße angesprochen, also nicht unbedingt, aber ja, was denkt dein Umfeld, Freunde, Familie, Kollegen darüber, dass du auf YouTube aktiv bist? Ja, also was soll ich dazu sagen? Also ich bin seit fast sieben Jahren auf YouTube unterwegs, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, und dadurch kenne ich natürlich auch viele Leute, die auch auf YouTube unterwegs sind und mein Umfeld sich auch so ein bisschen angepasst hat, sage ich jetzt mal so. Muss sagen, man findet heutzutage, es ist nicht mehr ganz so wie früher, man ist vielleicht nicht mehr so der Freak oder sonst irgendwas, man findet heute überall Zocker. Also ich war jetzt auf verschiedenen Stationen in meinem Leben, Studium, technisch, schultechnisch, arbeitstechnisch, um zu sagen, man hat sie überall gefunden. Man findet sich einfach auch und überall sind Leute dabei, die zocken, vielleicht sogar selber YouTube machen oder YouTube-Videos schauen. Manche sind dann halt auch einfach begeistert, dass man das macht, andere haben nicht so das Interesse dran. Aber verurteilt oder sonst irgendwas wurde ich dafür noch nie, muss sagen. Ja gut, manchmal hat in den Kommentaren geschrieben, geh lieber zur Schule und lass das Let's Playen und so. Ja, das nervt mich halt einfach, dass man solche Kommentare von sich gibt, aber im Endeffekt schmunzel ich einfach nur darüber, weil diese Leute einfach strohdumm sind und selber mal zur Schule gehen sollten lieber. Ist halt leider die Realität. Sonst würden sie solche Aussagen, so unüberlegte Aussagen nicht treffen. Zeugt nicht gerade von Intelligenz. Und ja, ich zocke eben einfach gern.
was ja im Endeffekt nichts über meine, nicht unbedingt was über meine Intelligenz ja, aussagt. Heißt ja nicht, dass ich jetzt doof bin. Genauso, das geile Beispiel ist, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so gerne so dokumentarisch gucke, auch über Serienkiller. Die frühere gängige Meinung von Serienkiller waren, dass das einfach zahnlose Asoziale sind, ne? Und dann kam Ted Bundy, ein hochgebildeter Serienkiller. Und so ist es hier bei YouTube auch. Wahrscheinlich denken immer noch manche Leute, manche so primitive Steinzeitleute, die in irgendwelchen Höhlen sitzen und die Frauen mit Keulen schlagen. Und denken, dass YouTuber alles Nerds sind und dumm und was weiß ich, und in ihr Leben nur am PC hängen oder sonst irgendwas. Und ja. Ja, ist nicht so, Leute. Ist nicht so. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und ja, im Endeffekt, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Ich habe viele tolle Leute dadurch kennengelernt. Mit vielen tollen Leuten Kontakt. Bestes Beispiel ist ja hier auch gerade die Sandy, die hier auch wieder mitspielt. Mit der habe ich ganz, 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 ganz viel Kontakt. Und wir mögen uns sehr. Und ja, das ist auch nur wegen diesem gemeinsamen Hobby quasi haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ja, so ist das. Und Kollegen eigentlich fanden das auch immer. Okay, haben zum Teil sogar mitgewirkt, also private Freunde, die vorher auch nichts mit YouTube am Hut hatten. Als ich angefangen habe mit YouTube, haben viele gerne immer mitgemacht. Viele haben sogar selber angefangen damit. Von der Familie her, jetzt sage ich mal so Eltern und so ein Kram, die wissen das eigentlich gar nicht so, weil die haben damit eigentlich nicht so viel am Hut. Mein Vater hat früher mit Mario Kart und so ein Kram gezockt, aber der weiß jetzt, erzähle ich jetzt nicht so. Ich habe da immer mal erzählt, dass ich da ein paar Videos mache oder so, aber da sind die nicht so informiert, da sind die gar nicht so in. Das ist. Ja, bei denen ist das jetzt quasi nicht so in, na, würde ich jetzt mal unbedingt sagen, oder so. Up to date sind sie da nicht einfach. Das sind. Vielleicht auch ein bisschen altbacken, kann man sagen, aber was weiß ich. Aber ist eben nicht so deren Hauptinteresse. Und deswegen brauche ich da auch gar nichts weiter mit denen darüber zu bereden oder sonst irgendwas. Da werden andere Sachen besprochen, wenn man dann zusammensitzt mit der Familie oder sonst irgendwas. Geht es ja auch nicht immer nur um YouTube oder sowas. Mein Bruder zum Beispiel, der zockt auch, ist ein Student, der hat auch immer gezockt und mit dem habe ich auch ganz viel zusammengezockt. Mit meiner Schwester habe ich schon in den Kinderjahren zusammengezockt in den Kaufhalten. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich. Mein Bruder ist noch mal jünger. Und ja, hat man auch irgendwie schon das Ganze miteinander geteilt. Und ja, finden sie eben auch toll, wenn irgendwas gut läuft oder dass ich viele Abonnenten oder sowas habe. Das sind dann so die Sachen, die man ein bisschen mit denen teilt. Da sagt man so, guck mal, ich habe jetzt auch schon 8000, ja, 1800 Abonnenten und so. Da freuen die sich, da sagen sie, es ist ja cool, 700.000 Videoaufrufe auf dem Channel. Ja, eigentlich ist es so mehr. Und die anderen Kollegen, die hat man sich dann eben auch so aufgebaut. Mein neuer Arbeitskollege, der zockt auch mit mal zum Teil. Und ich muss jetzt schon wieder pausieren, weil unten das Gewölle losgeht. Wir hören uns gleich wieder. Oh, ich glaube, ich werde nie fertig heute. So, es scheint wieder leiser zu sein, Leute. Ich sag's ja, ich werde heute nie fertig. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, denn die letzte Frage ist ja so gesehen beantwortet. Und wir sind an der allerletzten Frage angekommen, die Frage Nummer 11, die ja auch für mich recht einfach zu beantworten ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die nicht einfach so mit einem Wort beantworten, sondern werde euch auch ein bisschen was darüber erzählen. Nämlich, auf welches Game freust du dich am meisten? Welches in der nächsten Zeit released wird? Ja, jetzt ist nächste Zeit, ist ein bisschen relativ, aber ich sag mal, die ganze Zeit habe ich mich am meisten gefreut auf Red Dead Redemption 2. Ich habe Red Dead Redemption 1 gefeiert. Das war so eine geile Story und dieser Open-World-Modus, der war cool und. Selbst Multiplayer war cool, also die Versus-Matches im Third-Person-Shooter bin ich ja eh so der Fan davon. Der heimliche sieht man auch so ein bisschen an Fortnite wieder und Gears of War habe ich damals immer gespielt, auch Uncharted. Also Third-Person mag ich eigentlich lieber als First-Person. Und Red Dead Redemption 2 steht ganz oben auf meiner Liste. Das ist, ich freue mich richtig drauf. Wie gesagt, der erste Teil hatte so eine Story, also ich. Ach, das war so krass. Das war einfach so krass. Das war schon ein Teil wirklich emotional. Und auf was ich mich aber jetzt noch freue, was neu kommen ist, also God of War, das neue, da freue ich mich auch drauf. Aber was ich jetzt gerade vor kurzem gesehen habe, ist das neue Monster Hunter endlich auf der PS4. Mit übelst geiler Grafik. Also,
bin ja so ein Dark Souls, so ein Hardcore-RPG-Fan und ja, Monster Hunter wird ja so immer ein bisschen mit Dark Souls verglichen und jetzt endlich auf der PS4. Es soll ein bisschen einsteigerfreundlicher sein, aber das heißt nicht, dass es im Endeffekt leichter wird, weil nach hinten raus soll das Spiel nochmal alles fordern und ich freue mich einfach drauf. Das ist so richtig geil. Das ist so fast so eine Ankündigung, als würden sie jetzt sagen, es kommt ein neues Devil May Cry, das so ein bisschen auf Teil 1 oder Teil 3 gemacht ist. Da würde ich mich dann auch, da würde ich glaube ich im Kreis springen, in Handstand, aus dem Fenster raus. Weil, keine Ahnung, ich freue mich einfach drauf. Also das sind so 3 Titel habe ich jetzt genannt. Es gibt noch ein paar mehr, die mich interessieren. Auch Hidden Agenda von den Machern von Until Dawn als PlayStation Link. Oder wie das Ding immer heißt, wo man mit dem Handy spielt, mit dem Smartphone. Da freue ich mich auch drauf. Also, wie gesagt, es kommt einiges. Es kommt einiges Interessantes auch in nächster Zeit. Assassin's Creed Origins würde mich auch reizen mit dem Ägypten. Ne? Das ist so, ja, hier staubige Kreuzung, ne? Ein Happening. Huhu. Ja, da freue ich mich besonders drauf. Aber vor allem auf dieses Monster Hunter und Red Dead Redemption 2. Bin mal gespannt, was Rockstar da liefert und bin gespannt, was Capcom liefert. Capcom ist eigentlich so eine meiner Lieblingsentwicklerfirmen, Publisherfirmen. Und Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter. Wie gesagt, ich habe eben Devil May Cry schon angesprochen. Also Capcom hat mich immer begeistert. Und ja, darauf freue ich mich. Am meisten. Und ich denke, damit habe ich die Fragen beantwortet. Ich habe mir echt Mühe gegeben, habe versucht, euch auch ausführlich wie möglich das Ganze zu beantworten. Und deswegen, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Jetzt kann ich natürlich nachträglich nicht mehr den Ladebildschirm rausschneiden, weil ich darauf reagiert habe. Das würde dann nicht mehr passen. Ach Mensch, Anfängerfehler. Passiert, ne, wenn man so in Gesprächslaune ist. Also bleibt jetzt letztendlich nur noch zu sagen, wen ich nominiere. Die Fragen findet ihr ja in der Beschreibung, die ich mir ausdenke. Und wen ich nominiere, das war auch nicht ganz leicht, weil ich schon 11 Leute nominiert habe, jetzt nochmal 11 nominiere. Man muss zwar keine 11 nominieren, bis zu 11, aber ich möchte dann auch von den 11 Gebrauch machen. Und muss das im dritten Video dann auch noch machen. Es ist nicht mehr ganz einfach. Und ja, ich lege einfach mal los. Als erstes würde ich gerne Barthor nominieren. Er hat mich in letzter Zeit wieder überzeugt mit seinen geilen Horror-Games und alles, die er bringt. Dann den TomTom-LP. Als drittes Crow. Als viertes Flask TV. Flask TV ist auch schon durch die Gruppe, die ich gegründet habe, die Independent Gruppe auf Facebook. Die kenne ich den auch schon lange, der hat jetzt eine Auszeit, bringt jetzt ein Comeback, aber startet erstmal nur auf Vidme, also er kann auch gerne das Video auf Vidme machen, ich werde aber hier seinen YouTube-Link angeben oder auch mal gucken, weiß ich noch nicht genau, also kann er gerne machen, wenn er da mitmachen möchte, vielleicht hilft es ihm ja auch ein bisschen in Vidme nach vorne zu kommen, nochmal dort auch ein bisschen sich eine Community aufzubauen, würde mich freuen und deswegen nominiere ich den. Dann einen gemeinsamen Kollegen auch dann, Goblin, er ist auch immer sehr lustig, er ist ein sehr lustigen Kommentierstil, den möchte ich auch gerne nominieren. Dann den LP Gonji, der neulich auch wieder einen neuen Charity und alles gemacht hat, 7 Days to Charity, ein sehr guter 7 Days to Die Spieler, aber auch andere interessante Projekte. Den würde ich gerne nominieren, würde mich sehr freuen, wenn du auch mitmachst. Aber ist natürlich auch für alle kein Muss. Kann jeder halten von der Sache, was er möchte. Aber es würde mich eben dann schon freuen, wenn er mitmacht, wenn er die Zeit findet, natürlich auch. Ich weiß ja, wie das ist. Es ist nicht so leicht als YouTuber. Dann würde ich gerne noch bei Danny nominieren. Mrs. Sophia. Ben zockt. Ein Biertrinker-LP, bei dem muss ich auch noch ein paar Worte verlieren. Biertrinker-LP ist ein sehr provokativer Let's Player, viel GTA spielt und aber auch ein lustiger Zeitgenosse, wenn man diese Art von Humor teilt. Das ist nicht jedermanns Humor, muss man eben sagen, aber er hat seine Community, er hat die Leute, die dahinter stehen und die das feiern, so wie er es macht. Und ich meine, das ist ja auch jedem seine Sache. Es gab in der Vergangenheit viele, die mir als Gruppenführer gesagt haben, ich soll diesen Mann ausschließen aus der Gruppe und so, worauf ich nicht unbedingt eingegangen bin, weil das gehört sich nicht so, nur weil es denen nicht passt, wie er das macht. Das, Dann habe ich mich mit den Leuten auch zum Teil richtig verkracht,
habe Dislike-Wellen und so auch zum Teil bekommen. Ganz blöde Antworten und alles, aber das ist mir egal, weil ich denke, ich habe das Richtige getan. Wie gesagt, er ist sehr provozierend, diesen Humor teilt nicht jeder, aber er hat seine Leute, die es mögen. Und mir wurde dann sogar vorgeworfen, dass ich davon profitiere, von ihm, oder nur deswegen nichts dagegen mache, weil er so groß ist, weil er so eine Aufmerksamkeit hat. Das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich so weit fast nichts mit ihm zu tun. Wir haben ab und zu mal ein bisschen geschrieben, aber ich profitiere weder von seiner Community oder sonst irgendwas. Aber er ist auch ein sehr hilfsbereiter Kollege, denn wenn wir wirklich Probleme hatten, da braucht man nicht fragen. Also fragen schon, weil er ansonsten nicht aufmerksam wird, aber der hat immer geholfen und gemacht, was in seiner Macht steht. Also egal wie er Let's Playt, das sagt dir nicht, was für ein Mensch dahinter steckt oder sonst irgendwas. Und da sollten sich manche vielleicht wirklich mal hinter die Ohren schreiben, dass sie die Leute nicht unbedingt verurteilen sollten für das, für diese Show, die sie hier auf YouTube auch liefern. Ne? Es ist, ja, Entertainment, Leute. Und deswegen möchte ich den gerne nominieren, hoffe, er macht mit, weil ich nicht über ihn klagen kann. Ich habe keine Probleme mit ihm, bin immer gut mit ihm zurechtgekommen und ja. Biertrinker, du bist auch nominiert. Und dann als letztes noch die Blue Dragons. Die machen auch ganz coole Sachen. Haben teilweise zum Teil auch auf meinem Server gespielt, auf dem ARK-Server. Und ich finde auch ganz cool ihre Videos und so. Und hoffe, ihr macht mit. Ich hoffe natürlich, ihr macht alle mit. Das wäre am coolsten. Beim ersten Arbeit-Video haben auch schon ein paar ihre Videos gemacht. Einige haben zugesagt, dass sie mitmachen. Aber es sind, glaube ich, erst zwei Leute, die das Video gemacht haben. Wie gesagt, die haben auch Zeit, ne? Aber ist noch ein bisschen schwach ausgefallen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar. So, jetzt haben wir über 40 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Zweikampfsofa fürs Nominieren. Normalerweise wären das hier schon zwei Folgen, aber ich wollte das jetzt einfach mal auch wirklich komplett geil durchziehen. Also vielen Dank fürs Nominieren, dass ich hier teilnehmen konnte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch unterhalten, informieren und ja, ein paar interessante Dinge für euch tun. Euer SpookyVF und auch hier liebe Grüße an die Sandy. Schaut auf ihrem Channel vorbei und ja, da gibt es auch haufenweise, auch wenn sie momentan ein bisschen inaktiv ist. Gut! Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer SpookyVF. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. I can do this all day. I can do this all night. Do this all night. I can do this all day. I can do this all night. I need